So Leute, da bin ich auch schon wieder. Willkommen zurück zu Let's Play Jack 2. Ich bin ein bisschen Du besser darfst bei drauf. dieser Aufgabe keine Waffen benutzen. Halt die Fresse, Thorn. Ihr merkt, ich bin viel besser drauf. Ich hasse diese Mission, ey. Die ist doch unnötig, ohne Ende. Was für ein Fisch. Fisch. Naja, auf jeden Fall. Es ist immer noch die gleiche Scheißmission. Boah, da hatte ich jetzt aber. Und natürlich, Jack, du Wichskrüppel. Echt wahr, hey. Ich hasse diese Scheißmission. Na komm. Ja. Genau, ja, danke. Oh Mann, ich kann es mir nicht mal einprägen. Wie dumm bin ich? Dümmer als die Polizei erlaubt. Kann es mir nicht mal einprägen, ey. Ich könnte mich echt selber. So, jetzt aber. Oh, ich habe heute noch so viel. Ich will heute ziemlich weit kommen im Nachkommentieren von Jack 2. Deswegen werde ich wahrscheinlich von jetzt bis zum Schluss vom Spiel ununterbrochen nachkommentieren. Ich will's heute rumhaben. Heute bin ich allein daheim. Und ich will das nur noch rumhaben. Ich hab's schon ewig fertig gespielt, aber nachkommentieren muss ich alles noch. Und das ganze Ding hat insgesamt 62 Parts. Und wir sind jetzt bei Part 36, das heißt, wir haben ein bisschen mehr als die Hälfte gerade mal geschafft und oh. Jack 3 war ein Scheiß dagegen. So, das werden wir mit dem Jetboard machen. Haha. Und jetzt kommt noch mal so eine ganz witzige Mission. Ich glaube, dort sage ich auch gar nichts. Seht selbst. Und das war's. War doch sehr spannend, oder? Wer es nicht kapiert hat, das war sowas wie ein Memory mit Geräuschen. Und wir haben beide Prüfungen gemeistert, das heißt. Na, was heißt es? Black Screen heißt's hoffentlich nicht. Die Türe ist offen. Wir können durchgehen. Juhu, aber wo ist Dexter? Den vermisse ich ehrlich gesagt. Dexter haben wir ja in der ersten
Prüfung des Mannwerdens. Hammersprung, ganz ehrlich. Haben wir ja verloren, weil so eine Riesenspinne ihn verfolgt hat und danach ist er liegen geblieben und mehr wissen wir nicht von ihm. Ich hoffe einfach mal, es geht ihm gut. Ich hol mir jetzt erstmal den Precursor-Stein. Und da steht er ja! Dexter, da bist du ja. Was war los? Ich hatte ein hauriges Erlebnis. War nicht deine Schuld. Willkommen, junger Krieger. Es ist Äonen her, dass unsere Hoffnung so hell brannte. Heute hast du dich würdig erwiesen, das Erbe von Ma anzutreten. Er meint mich! Danke, große Statuenheit. Das Grabmal war gar nicht so schwer. Dir wird nun große Macht zuteil und damit verbunden auch große Verantwortung. Vor Äonen führten die Precursor einen schrecklichen Krieg gegen die Orakwan. Jene dunklen Kreaturen, die ihr Metallschädel nennt. Mit ihrem Anführer zerstörten die Metallschädellegionen unsere große Zivilisation und durchsuchen nun ungehindert das Universum nach den letzten Überbleibseln unserer Macht. Ma versteckte den Precursor-Stein in diesem Grabmal, um ihn vor ihnen zu beschützen. Er ist unsere letzte Hoffnung und du wurdest auserwählt, diese Hoffnung am Leben zu erhalten. Du verwechselst mich mit jemand anderem. Ich will nur den Stein. Es ist Zeit, deiner Bestimmung zu folgen. Sieh her. Wow! Ran an die Bulle! Ihr Narren! Ihr habt mich direkt zum Stein geführt. Eure erbärmlichen Untergrundfreunde hatten keine Chance gegen meine Gardisten. Mit der Macht des Steins werde ich all meine Feinde zerreißen. Wenn ich den Stein habe, wirst du der Erste sein. Scheusal! Der Precursor-Stein ist nicht für dich bestimmt. Danke, also, scheiße, was sind das für Dinger? Aua. Au. Hat ihn doch erwischt, okay. Warum Praxis will sich den Stein holen? Wir müssen ihn aufhalten. Es hat gerade jemand angerufen, ich kann den Ton wieder reinschneiden. Ich reg mich jetzt nicht auf. Das war falsch, das war falsch. Unsere Mission, wir müssen diese Kugeln zurückschießen zu ihm. Das zieht ihm nämlich Leben ab. Und nein, den kriege ich nicht mehr. Und es gibt 3 Stufen von ihm, wie eigentlich jeder Boss in diesem Spiel. Ja, und die Viecher hier kann man nicht schlagen, die kann man nur abschießen, weil die elektrisch aufgeladen sind. Also versucht erst gar nicht, die mit einem tollen Drehkick wegzutreten, wie auch immer. Es wird nicht klappen. Ja. Getroffen. Getroffen. Und. Getroffen. Und. Den treffe ich nicht mehr. Oh. So, erste Stufe hätten wir. Der Boss ist eigentlich gar nicht so schwer, aber jetzt, oh mein Gott, was tut er? Wow. Bam. Oh, stirb doch selber, Praxis. Du Arschgesicht. Oh, das wird knapp mit dem Leben. Weil das wird noch schwerer. Das ist nicht immer nur dasselbe. Das. Oh Mann. Nein, das gibt's nicht. Das gibt es nicht. Leute. Nicht einer hat ihn getroffen. Ich freue mich und komm schon, Praxis, du geile Sau. Mach mich fertig. Ja, wie geil. Er macht hier alles kaputt. Ja, noch eine Runde, komm. Jetzt aber. Wow, was ganz Besonderes hier, Jack. So. Du bist tot. Du bist tot. Und du bist tot. Und den kriege ich auch noch. Du bist... Oh, jetzt muss der ausgerechnet jetzt das scheiß Rex-Ding machen. Ich... Leute, das wäre der letzte gewesen. Ausgerechnet dann muss er seinen tollen Move machen und versuchen, den Stein rauszuhauen. Der ist doch behindert. Ganz ehrlich, Leute. Und das... Oh nein, das wird sauknapp.
Das wird sehr, sehr knapp. Aber ich kann es noch schaffen. Überraschung. So, hier ist wieder die Mitte. Ja, komm, mach schneller, Praxis. Ich hab nicht ewig Zeit. So, der muss treffen. Fick dich. So. Nein. Nein, ich kann heulen. Ich mach hier das nächste Mal weiter. Ich kann doch erst heulen. Fick dich. Und, ja, wir machen das nächste Mal hier weiter. Bis dann. Ciao, Leute.